Ich bin von diesem EDC-Teil, diesem Viperate Hosensack Multi-Organisationstalent absolut überzeugt. Habe auch schon ein Video dazu gemacht. Und da mich diese Marke jetzt angefixt hat, habe ich mir auch den großen Bruder gekauft. Der ist nicht ganz für den Hosensack geeignet, sondern eher für eine EDC-Tasche, einen EDC-Rucksack. Und wenn du wissen willst, was das kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderschönen Meeresurlaub hier aus Griechenland. Und ich mag einfach gleich einmal die Gelegenheit nutzen, dir mein neuestes EDC-Teil vorzustellen. Und zwar von Viperate. Das ist die große Variante, habe ich auf Amazon gekauft, gebe ich da unten den Link. Bei dem ist es so, im Gegensatz zu der kleinen Version, die ich absolut genial finde, die passt perfekt in deinen Hosensack und du hast Ordnung im Hosensack. Finde ich super. Aber die große Variante ist zum Beispiel für ein TT Essentials Bag oder für ein Miltec, diesen Shoulder Bag, gebe ich da auch unten den Link, haben wir alles im Shop, habe ich alles schon einmal vorgestellt. Und meiner Meinung nach eine gute Lösung für den Everyday Carry Bereich. Warum? Weil du kannst hier Ordnung einbauen. Zum Beispiel ein Feuerzeug. Wenn du es nicht um den Hals hängen willst, so wie ich, ein großes Big-Feuerzeug, kleine Big-Feuerzeug, haben wir auch alles, billige Eigenwerbung, gebe ich auch den Link. Oder wenn du zum Beispiel das Victorinox-Messer nicht um den Hals tragen willst, unsere Scheide, ja, ich bin billige Eigenwerbung, so wie immer, dann kannst du das hier rein platzieren. Alles gut. Sharpener mit reingebaut. Oder ich habe jetzt bei der kleinen Variante hier noch so einen Böcker Tactical Pen und dann zum Beispiel meinen Block, da wo mein ganzes Zeug draufsteht, ja, kannst du alles hier mit einpacken. Geht sich gut aus. Du hast drei Ebenen im Frontbereich, 1, 2, 3 Taschen, Schubfächer, das passt gut. Dann zwei getrennte Schubfächer, die ist genau so breit, dass du eben einen Block reinkriegst. Das ist so ein Ride in the Rain Block. Und wenn dir der interessiert, bitte, dann schreib mal einen Kommentar. Und übrigens, ich mag dich bitten, dem Video gleich einen Daumen nach oben zu geben. Das soll angeblich gut für den YouTube-Algorithmus sein. Also, aber wieder zurück zum Thema. Das heißt, das geht sich gut aus. Dann gibt es hier einen Reißverschluss. Der hat ein bisschen ein Problem. Also, kommt drauf an, wie du ihn nutzt. Komme dann gleich dazu. Und zwei D-Ringe. Die D-Ringe könnte man auch benutzen, ich habe das zumindest auf Amazon gelesen, dass das jemand gemacht hat, zum Fixieren in einem modularen Rucksack. Kann man tun, und wenn du das tun willst, dann bitte, kein Problem. Nur ich bin der Meinung, dass dann die Idee dieses Produkts irgendwie zerstört wird. Na, ist gemein jetzt, aber meiner Meinung nach. Warum? Ich habe hier meine EDC-Ausrüstung zusammengepackt, gebe das in den Rucksack rein und über diesen Henkel ziehe ich an, nehme es raus und habe dann gleich den Ausrüstungsgegenstand, ohne jetzt noch einmal groß irgendwas aufmachen zu müssen. Das hat etwas, das ist großartig, mir taugt das total, aber jeder wie er mag, überhaupt kein Thema. Der Punkt ist noch ein anderer, den haben wir nämlich vergessen, hier hinten gibt es noch eine Netztasche, die geht über den gesamten Bereich. Netztasche bedeutet auch, du siehst, was mit reinpasst. Und ich benutze halt den D-Ring, um zum Beispiel den Säuerwasserfilter mit unserem, ich mache wieder billige Eigenwerbung, Reini Rossmann Filter, Schraubfilteraufsatz, der nicht nur für den Säuerfilter geht, sondern für viele andere auch und gleich eine Reinigungsfunktion und sowas und überhaupt. Aber sei es drum, da drauf zu geben. Mit einem Karabiner bist du da mit dabei, kannst du natürlich auch andere Ausrüstungsgegenstände hier fixieren. Das Ding ist relativ schlank und durch diesen Henkel einfach wirklich gut geeignet, um es reinzupacken in den Rucksack, in die Tasche und mit einem Griff wieder in der Hand zu haben. Yeah! Aber ich habe versprochen, dir das Problem bei dieser Tasche zu offenbaren. Ja, offenbaren, ja. Weißt du, wenn du hier im hintersten Fach etwas hast, das zu weit raussteht, dann hast du das Problem, dass du den Zip nicht aufkriegst. Siehst du das? Dann geht der Zip nicht auf. Das bedeutet, du kannst hier nur Sachen reinbringen, die auch, und das ist ganz, ganz wichtig, tief genug in die Tasche reinpassen. Oder wenn du hier im Frontbereich etwas eingesteckt hast in eine Tasche, das einfach zu viel Volumen hat, zu voluminös ist. Dann nimmst du den Platz für die hintere Tasche und dann kannst du es nicht ganz reinstecken und dann kriegst du den Zip nicht auf und das wäre irgendwie ein Kass, oder? Kann man so sagen. Daher, das hier, das ist der K4, unsere Messermarke, also unser K4 Butterfly-Sharpener mit Diamant und mit Keramik zum Scharfhalten vom Messer. Der passt von der Länge her ganz genau hinein. Schau her. Und dann ist es auch überhaupt kein Problem. Dann kannst du nämlich hergehen und den Zip aufmachen und zumachen und alles ist geritzt. Also auf das musst du ein bisschen aufpassen. Aber eine One-Size-Fits-All-Lösung gibt es sowieso nicht. Ausrüstung muss man mal ausprobieren und schauen, ob es für die eigenen Bedürfnisse passt oder eben nicht. Hier, wie gesagt, dann noch einmal diese Tasche, als Geldtasche oder Teile, die man halt nicht verlieren will, weil die in den äußeren Taschen nicht halten würden. So als Idee. Und zu guter Letzt, und dann bin ich fertig, verspreche ich. Außen ist noch ein Mollestreifen draufgebracht.
der, das habe ich schon bei der kleineren Variante gemerkt, das ist nicht ganz ideal. Denn wenn du da jetzt alles vollgepackt hast mit unterschiedlichen Teilen, ne? Jetzt da zum Beispiel, ich schiebe jetzt da diesen Butterfly-Sharpener rein und dann will ich da außen auch noch einmal so einen Stift drauf geben, dann wird das urbreit und geht teilweise nicht rein. Also das hängt wirklich davon ab, ob du diesen Mollestreifen nutzen kannst, welche Ausrüstung du verwendest. That's it, musst du einfach probieren. Ja, billige Eigenwerbung. Ich gebe dir den Link zu all den Sachen, zu den All-Day-Carry-Scheiden mit dem patentierten Rainer Rossmann-Öffnenmechanismus-Helfen-Dingsbums für Victorinox. Zu dieser Tasche, zu dem Sharpener und sowieso und überhaupt und auch zum Meeresurlaub. Schau mal vorbei, wenn du in Griechenland auch hier sitzen willst. Dein Rainer Rossmann und ciao, ciao.